Und direkt abgezogen, Alter. Was geht denn ab? Richtig aggro, ey. Richtig aggro. Voll die Stacheln, ey. Was ist denn los mit dem... Was ist denn los mit dem Macker hier, der hier gewohnt hat? Ich meine, gut, der beschützt seinen Scheiß. Das kann ich verstehen, aber... Muss ja nicht so übertreiben, oder? Bin mal gespannt, auf wen wir hier gleich treffen, Alter. Kann auf alle Fälle kein normaler Dieb gewesen sein. Alles wieder mitnehmen, wie immer. Ah, einmal automatisch gespeichert. Das hier sieht mir so ein bisschen nach Arena aus. Da sind so Viecher. Ich weiß, er hat automatisch gespeichert, aber ich speichere auch lieber einmal manuell. Also manuell speichert hier, nicht ich. Und dann gucken wir gleich mal. Sie wollen Pilze. Oh oh. Oh, oh. Ich hab's geahnt. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Miese Katze. Irgendwie hab ich geahnt, was passiert. Fahrt halt zur Hölle. So, noch irgendjemand? Danke. Ah, das geht. Guck mal, Alter, Level 35, ey. Ist ausgegraut, gibt's kaum Erfahrungspunkte für, ne? Deswegen mache ich die jetzt, deswegen mache ich die halt mit als erstes. Einfach, um die wegzukommen, weil zum einen will ich diese Quest hier fertig haben, damit ich diese extra Mutagene haben kann. Und halt, weil die so Low-Level sind. Wir sind ja doch relativ fix gelevelt jetzt, seitdem wir hier angefangen haben. Was ist denn hier? Wächterrüstung, okay. Okay, da geht's noch runter. Will ich da hin? Ich weiß es nicht. Ich gehe da einfach mal hin. Hey, wir sind nicht gestorben. Ist ja ein Traum. Kommen wir wieder raus? Nee, ne? Nö. Ah, das kann ja nichts gut gehen. Bisschen Blutmoos, noch ein bisschen Erz. Vielleicht ein Täschchen. Okay, großes Nichts. Das ist nicht viel, deswegen gehen wir da lang. Ich will gar nicht wissen, was mich hier gleich angreift. Ich sammle jetzt mal alle Pilze ein, weil ich lasse die normalerweise links liegen. So, und jetzt gehen wir hier wieder zurück. Da geht's noch weiter. Von da sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Ich guck halt nur, ob hier noch was ist. Es gibt schon wieder so viele Wege hier. Da weiß ich schon wieder gar nicht, wo du zuerst hingehen sollst. Aber hier hinten ist ein Kämmerchen. Da ist noch ein bisschen Erz. Rohes Kupfererz. Ich bin mal gespannt, was wir mit den Erzen machen können. Wahrscheinlich brauchen wir die irgendwie, können wir vielleicht noch zur Rüstung herstellen, für neue Rüstung. Kann ich mir vorstellen. Ich frage mich, ich hoffe mal, man kann hier auch Geld wechseln, Alter. Ich habe nämlich noch, hallo? Ich habe nämlich noch keine Bank gefunden, wo das geht. Normalerweise ja, wie war die Bank in Novigrad? Aber wir sind ja nicht in Novigrad hier. Auch sehr gespannt, wer hier uns... Hä? In der Nähe? Wo? In welcher Nähe denn? War da hinten was zum Untersuchen oder was? Nee. 10 Fuß. Ach, nee. Das ist nur ein Blatt. Da wächst nur was an der Wand. Nostrix. Ansonsten ist hier nix. Oh, da liegt wieder irgendwer. Ach, jetzt geht's weiter. Manchmal ist die Questmarkierung, also der Kreis hier, gar merkwürdig. Junge, Junge, die haben ja auch alles Zeug dabei. Was ist das denn? Da liegt eine Armbrust. Professor Moreaus Tagebuch. Das
lesen wir so gleich mal hervor. Professor Moreaus Tagebuch. Da sich vor meinem Labor verdächtige Gestalten herumtreiben, sah ich mich gezwungen, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Ich vermute, dass es sich um gewöhnliche Verbrecher handelt, die etwas Wertvolles stehlen wollen und kein Interesse an meiner Forschung haben, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Unleserlicher Abschnitt. Außerdem habe ich auf Anraten eines befreundeten Ingenieurs das Gelände mit einem einfachen mechanischen Apparat gesichert. In einem der Zimmer auf dem Weg zum Labor habe ich einen Mechanismus zum Verschließen und Öffnen der Türen angebracht, der sich durch vier hervorstehende Steine hoch oben an den Wänden bedienen lässt. Ich kann dieses Schloss mit einem einfachen Zauber umgehen, aber ein gewöhnlicher Dieb muss zweierlei schaffen. Erstens die Steine finden und ihren Zweck erraten, zweitens eine Möglichkeit finden, sie zu drücken. Interessant. Armbrust. Okay. Was? Anzünden? Oh, okay. Ach, da oben gibt es, glaube ich, gleich wieder auf der Fresse. Deswegen speichern wir nochmal. Naja, sieht schwer nach auf der Fresse aus. Hallo? Alter! Kannst du mich doch nicht so gut sehen. Hä? Schnauze, Scheißvieh. Ja, komm halt her. So. So, jetzt gibt's hier mal wieder mehrere Wege. Wie ist denn der Kollege Dieb hier vorbeigekommen, dem wir hier gerade auf den Fersen sind? Ich muss dahin, deswegen gehe ich erstmal dahin. Glaube ich. Hoffe ich. Gibt's hier was? Eine Tür. Eine Mauer. Also ein Nichts. Nun gut, dann gehen wir hier weiter. Halt. Da war was. Färbemittel. Überall Färbemittel. Und wir machen natürlich auch das Licht an. Grundsätzlich erstmal, weil wir es können. Vier Steine. Da wäre einer. Okay, was haben wir hier? Nicht schlecht. Sowas hätte ich auch gerne. Ich glaube, ich weiß, warum hier die Armbrust rumliegt. Befürchte ich. Steine. So, hier hätten wir... Natürlich. Verschlossen. Hm. Die Notizen erwähnen vier hervorstehende Steine. Ich muss sie irgendwie reindrücken. Vielleicht ja. Mit der Armbrust. Wollte ich gerade sagen. Sicher mit der Armbrust. Kann ich hier rüber? Nee, ne? Weil da drüben ist doch auch noch irgendwas. Ich glaube, der Macker hat einen Umweg genommen, ne? So war das. So, und dann nehmen wir mal die normalen Bolzen. So. Eins. Zwei. Drei. Und wo ist der vierte? Ich sehe den vierten nicht. Hallo? Stein Nummer 4? Wo, hä? Wo ist denn der vierte? Ich sehe den nicht. Hallo? Da ist einer. Da war einer. Da, ach da. Ah, da ist er ja. So. Nö, war daneben. Einmal so und dann so. Ja, geschafft. Da freut er sich, der Gerald. Geraldo. Der kleine Geraldo. Geraldino. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Wenn wir ehrlich sind. Oh, Gold. Mm.
So, wir sind reich. Wir gehen wieder. Oh, oh. Ziemlich interessanter Ort. Oh, da nein. Hat sich jemand viele Gedanken bei der Planung gemacht. Ich sollte mich umsehen. Ein Moment. Diese Viecher waren, waren das Konstrukte oder waren das... Das sind Gargoyles, das sind Konstrukte, also... Warte. Wir wollen hier standesgemäß bekämpfen. Demeritium und Gwen. Und natürlich Konstruktöl. Ulus Constructus. Ulus Constructus. Hallo? Wo ist es denn jetzt? Fluch, Draconit. Bestien? Draconit? Verflucht? Geist? Nekrophag? Vampir? Relikt? Hybrid? Ugroid? Gift der Henken? Insekt? Ach, gleich ganz oben. Ja, wieder ein bisschen doof, ne? Gwen. Ich hab's geahnt. Unerwünschter Gast, Eindringling, du bist hier nicht willkommen. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Nee, hör auf mich zu vergiften, du blödes Vieh. Zeit zu sterben. So. Gargoyle-Pfote. Ach, die brauche ich wahrscheinlich, ne? Also sonst noch irgendjemand ohne Fahrschein? Denke nicht. Goldene Diamantenkette. Ach, deswegen ist ihm auch gerade die Hand abgefallen vor Schreck. Als ich ihn erschlagen habe, dahin geschlechtet habe ich ihn. So, wie nutzen? Großartig. Portale. Das wird ja immer besser. Ja. Ach du Scheiße. Ja, ja, ich sehe das schon. Speichern einmal. Und wir nehmen die gute Mitte, würde ich sagen. Flucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Hä? Ich bin doch gerade in das Ding reingerannt. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Kannst du nur noch das hier sein? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss mir wahrscheinlich merken, welches, ne? Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Kann ich das irgendwie erkennen? An irgendwas? Ich glaube, da wo die Leiche lag, ne? Da bin ich reingelatscht. Mist. Toll. Wieder falsch. Vielleicht gibt es hier ja einen Hinweis. Einen Hinweis. Ja, ich meine, ich bin hier reingelatscht, ne? Da standen Kerzen. Nö. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Ah, wenn das der nicht ist, dann ist es... Da, wo die Statue drauf guckt. Genau, da wo die Statue drauf guckt, das müsste dann ja eventuell der da drüben sein. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Da komme ich gar nicht hin. Aber ich hätte hier glaube ich auch... Kann ich hier hochklettern oder was? Ach nee, ich bin woanders gelandet. Ich bin ganz woanders gelandet. Jetzt sehe ich das erst. Ich bin in einem völlig anderen Raum. Okay. Da oben ist irgendwie Gesocks. Ich verlasse mich mal einfach auf den.
wo immer da, wo die Statue drauf guckt.